Webinar mit dem Thema Investieren in Wein. Mein Name ist Mario von Bergen. Ich bin Co-Founder und Head of Investments von Splint Invest. Zuerst ein wichtiger administrativer Punkt. Leider ist Unmuten während der Präsentation so nicht möglich. Ihr könnt dann allerdings fortlaufend in der Chat-Funktion oder die Chat-Funktion nutzen, um eure Fragen direkt einzubringen. Ihr seht eigentlich oben rechts vom Bild, solltet ihr diese den Public Chat Room sehen, da könnt ihr direkt eure Fragen eintragen. Und am Ende des Webinars, sobald ich dann durch bin mit den Fragestell mit den Slides, werde ich dann entsprechend auf eure Fragen sehr gerne auch noch eingehen. Genau, dann gehen wir doch direkt zur Agenda rüber, wie das Programm von heute ausschaut. Zuerst so ein bisschen generell Sachgüteranlagen, so einen kleinen Recap oder Einführung, was die Vorteile eigentlich sind, genau von Sachgüteranlagen. Und dann gehen wir dann rüber zum wirklichen Kernthema vom heutigen Webinar. Das ist Wein als Geldanlage. Und zuerst ein bisschen generell darüber, was das ist, was man sich darunter vorstellen muss. Dann einen kurzen Fokus auf einzelne Regionen, die wir rausgepickt haben, die besonders spannend sind. Dann möchten wir euch natürlich gerne auch noch en primeur Wein vorstellen, also was das bedeutet, in en primeur Weine zu investieren. Dann natürlich auch kurz unsere Partner vorstellen, mit wem wir explizit zusammenarbeiten, wenn es um die Weine geht, wo diese auch gelagert werden. Und zu guter Letzt möchten wir natürlich auch noch auf die Risiken eingehen, die solche Weininvestitionen mit sich bringen. Gut, dann. Welche Vorteile weisen nun eigentlich Sachgüteranlagen wie Wein auf? Zuerst mal ganz wichtig, sie bieten einen Rezessionsschutz. Also Sachgüter und insbesondere Luxusgüter, die weisen eigentlich eine hohe Resilienz in Zeiten einer Rezession auf. Hintergrund ist ein bisschen, dass die Kundenbasis von Luxusgüterherstellern, die sind grundsätzlich gesehen schwächer betroffen von Rezessionen, dass sie meist über ein höheres Einkommen verfügen und somit auch über eine höhere über höhere Ersparnisse und die können somit weiter konsumieren, auch in einer Zeit von Rezession. Das sehen wir grundsätzlich auch schon, wenn wir die Performance vom Amundi S&P 500 Global Luxury ETF anschauen. Dieser Index, der beinhaltet die Aktienpreise von renommierten Luxushäusern wie Richemont und Louis Vuitton. Und year to date ist er schon auch ähnlich wie der Aktienmarkt, also er ging nach unten, die Aktienpreise dieser Häuser gingen ebenfalls nach unten, aber insgesamt schneidet dieser Index 4% besser ab als der S&P 500 zum Beispiel. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der Inflationsschutz. Die Preise des physischen Fundamentalwertes einer Sachanlage steigt mindestens gleichmäßig zur Inflation. Also wenn die Weinpreise im Fachgeschäft steigen, dann gilt dies ja, ebenfalls für exklusive Weine, die eben an einer Weinbörse oder einer Auktion gehandelt werden. Zuletzt weisen Sachgüter dann auch eine tiefe Korrelation zu traditionellen Anlagen auf und eignen sich deshalb perfekt zur Portfoliodiversifikation. Und das sehen wir eigentlich auch direkt auf der nächsten Slide, wenn wir die historische Kursentwicklung vergleichen von Fine Wine und dem S&P 500. Was Sie hier seht, ist hellblau. Das ist die Preislinie vom Acre Fine and Rare Wine Index. Dieser Index, der beinhaltet die Preise oder etlicher Weinflaschen, welche sich zum Sammeln und als Investition eignen. Und unten dunkelblau seht ihr die Performance-Linie oder die Preislinie vom S&P 500. Speziell, wenn wir jetzt auf die Krisenjahre fokussieren, dann sehen wir, dass der Weinindex eigentlich weniger stark gesunken ist, ging schon auch immer ein bisschen runter in der Krisenzeit, aber hat sofort eigentlich wieder angezogen. Und da sieht man eigentlich so diese Antikorrelation, also die tiefe Korrelation im Vergleich zum Aktienmarkt. Und das ist eigentlich genau das, was wir suchen, um Stabilität in einem Portfolio beizumischen. Also, dass wenn die Aktienpreise nach unten gehen, dass man was im Portfolio hat, was eben nicht dieselbe Bewegung nach unten mitmacht. Weiter sehen wir das grundsätzlich auch, wenn wir unsere eigenen Anlagen anschauen. Das widerspiegelt eigentlich ein ähnliches Bild. Und unsere beste Anlage im 2022 aus dem Bereich Wein war der
Millionär 2006, Force de Blanc de Blanc von aus dem Hause Charles Heizek. Und diesen konnten wir allerdings wirklich zu einem hervorragenden Preis einkaufen und deshalb übertrifft er dann entsprechend auch die Performance vom Champagner-Index von Levex auch. Also als Beispiel, genau. Aber insgesamt auch, wenn wir die annualisierte Performance anschauen von unserem Weinportfolio und wie das eigentlich so ein bisschen vor Augen führen, wie der Aktienmarkt performt hat, dann stehen wir nicht schlecht da mit plus 33%. Genau, und das so ein bisschen als Einführung, weshalb eigentlich Sachanlagen immer spannend sind, einem Portfolio beizumischen. Wie gesagt, man sollte immer beimischen, man sollte nicht nur Sachanlagen halten, sondern beimischen. Und deshalb eigentlich, und somit eigentlich das Portfolio entsprechend auch stabilisieren. Gut, und nun wirklich zum Hauptteil der heutigen Präsentation, zum Thema Wein als Sachgüterinvestition. Und zuerst machen wir direkt eine kurze Übersicht eigentlich über den Gesamtmarkt, wie das so ausschaut. Dann kann man zuerst mal sagen, dass Investitionen in Weine, das fasziniert Anleger seit Jahrhunderten. Hierbei ist langjährige Erfahrung von zentraler Bedeutung. In Wein anzulegen ist relativ komplex, ist sehr komplex. Mit einem sinnvollen Investitionsmodell kann es sich aber durchaus als sehr lukratives Geschäft erweisen. Die Preise für seltene Weine in den letzten Jahren um über 120% gestiegen sind. Der weltweite Weinmarkt wurde 2020 auf knapp 340 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also zum Vergleich ist 4,5-mal so groß wie der gesamte Whisky-Markt und wird bis 2028 voraussichtlich auf über 450 Dollar oder Milliarden Dollar ansteigen. Die Schlüsselländer, wenn es um die Produktion des Weines geht, natürlich ganz klar Frankreich, gefolgt von Italien, Spanien und den USA. Aufstrebende Produktionsländer sind unter anderem Deutschland, Portugal, Südafrika, Australien, aber auch Chile. Und dann noch die Regionen, die so ein bisschen die beste Wertentwicklung gezeigt haben über die letzten 5 Jahre, wenn wir die so anschauen. Dann ist nicht etwa Bordeaux der Spitzenreiter, sondern Bordeaux hat eine Performance von knapp 21%, sondern Spitzenreiter war eigentlich das Burgund mit 121% Wertsteigerung der Preise über die letzten 5 Jahre. Gefolgt wurde das Burgund von der Champagne mit 97% und dann kommt auch bereits schon Kalifornien, also Amerika mit 53%. Und Italien, also speziell die Super Toskana, da sind die bei 49%. Und insgesamt haben seltene Weine über die letzten 10 Jahre eine Wertsteigerung von 137% erzielt. Laut Schätzungen gibt es ungefähr 65.000 Weinproduzenten weltweit, also eine unglaubliche Nummer. Und wenn man sich dann vorstellt, dass genau nur 0,1% von diesen Weinen, die diese Produzenten, also jeder Produzent hat meist noch mehrere Weine, die sie herstellen, das ist eigentlich nur gerade 0,1% davon wirklich so dieses Prädikat Investment Grade verdienen oder man eigentlich dann ins Portfolio legen kann und sollte, ja, wird dann ziemlich deutlich, welches Wissen man entsprechend auch mitbringen muss, um die richtige Auswahl zu treffen an Weinen. Genau, und nun so Wein als Investition, wenn ich das ein bisschen weiter spinnen, dann Wein war einer der ersten Alkohole, die in der Geschichte überhaupt hergestellt wurden. Er diente auch lange Zeit als Anlageform. Der Schlüssel zu Weininvestitionen ist wirklich ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Also sprich, man sollte verschiedene Sorten, verschiedene Länder, aber auch verschiedene Regionen damit eigentlich abdecken. Luxusweine per se sind sehr gefragt, was vor allem auf das steigende Interesse in Ländern wie China, also in Entwicklungsländern, zurückzuführen ist. Seltene Weine haben eine geringe Korrelation zu den Aktienmärkten, also das, was Sie vorhin bereits schon besprochen haben, und das macht sie grundsätzlich so krisenresistent, oder man nennt sie deshalb auch krisenresistente Anlage. Wein reift auch nach der Abfüllung weiter in der Flasche, also es ist nicht wie beim Whisky, dass sobald das die Flasche abgefüllt ist, dass der Whisky nicht mehr weiter reift, beim Wein ist es genau
umgekehrt, der Wein, der reift in der Flasche weiter und profitiert daher im Laufe der Zeit von einem zusätzlichen Preisanstieg aufgrund eines höheren inneren Wertes. Investitionen in Wein erfordern ein breites Wissen über Wein selber, über den Handel und sind ebenfalls abhängig von An- und Verkauf zu attraktiven Preisen. Und natürlich setzt es auch die richtige Lagerung des Weines voraus. Das ist ein ganz wichtiger und zentraler Aspekt davon auch. Historisch gesehen waren Weininvestitionen auf große Weinsammler und professionelle Weinhändler vor allem beschränkt. Und genau, und jetzt gibt es eigentlich sehr viele Players auf dem Markt, die das eigentlich auch möglich machen, dass alle davon profitieren können von Weinanlagen. Und Faktoren, die speziell für eine Weinanlage sprechen, das sind eigentlich so das begrenzte Angebot, das es gibt. Eben grundsätzlich eignen sich wirklich nur große, von Weinkritiken gelobte Jahrgänge von sogenannten wirklichen Spitzenweinen mit dem richtigen Lagerpotenzial von wirklich bekannten und renommierten Erzeugern als Investition. Also wirklich diese 0,1% der gesamten Weltproduktion, die wir vorhin angesprochen haben. Dann sehen wir eine zunehmende Nachfrage. Also die Händler von Spitzenweinen melden dieses Jahr im 2022 Rekordumsätze und zwar eigentlich bereits schon im 2021 so. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach wie vor extrem stark ist. Dann die Qualität des Weines steigt eben mit der Zeit, diese intrinsische Wertsteigerung, die in der Flasche selber vonstatten geht. Also eben, das wird, sobald der Wein abgefüllt ist, reift er weiter in der Flasche und natürlich, wenn er weiter reift, dann wird er somit hochwertiger und auch begehrenswerter. Dann der letzte Grund für eine Investition ist eben die Diversifikation. Wenn man sich die Finanzmärkte anschaut und die aktuellen Unsicherheiten, dann ja, eignet sich Wein bestimmt als Diversifikation beizumischen aufgrund der tiefen Korrelation ebenfalls. Nun schauen wir noch auf einen sehr spannenden Aspekt, so ein bisschen, wenn wir weiterschauen, was weiter noch spannend ist oder dafür spricht, in Weine zu investieren, in Spitzenweine. Das sind die klimatischen Bedingungen und was das eigentlich mit Wein als Geldanlage dann auch zu tun hat. Und in der Grafik links, da seht ihr die schwankenden Produktionsmengen von Weinen in Frankreich und Italien über die Jahre 18, 19, 20 und 21. Also der Klimawandel und die extremen Witterungsbedingungen verschärfen das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Während wärmere Durchschnittstemperaturen einigen Regionen mit kühlerem Klima zugutekommen, weil sie die gleichmäßige Reifung der Trauben fördert, führen ungewöhnliche Witterungsbedingungen mancherorts auch zu Produktionsstörungen und entsprechend dann auch zu Qualitätseinbußen. Investoren und Weinsammler müssen sich zunehmend mit diesen Auswirkungen von Wetterunterbrechungen auf dem Markt auseinandersetzen. Ein ziemlich dramatisches Beispiel dafür war das Frühjahr 2021, als in Frankreich und anderen europäischen Ländern nach dem Austrieb der Reben der Frost auftrat. Also feuchtes Wetter und andere Unregelmäßigkeiten haben dann ebenfalls noch dazu beigetragen, dass der Jahrgang entsprechend ein geringes Produktionsvolumen mit sich gebracht hat. Und Frankreich, die bei weitem größte Quelle für hochwertigen Wein, konnte 2021 einen Rückgang von der Produktion so zwischen 22% und 27% erwarten gegenüber dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Im Burgund selber konnte die Produktion im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt könnte die Produktion im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt um 50% sinken. Und in Italien sehen wir eigentlich ebenfalls die geringeren Produktionsmengen aufgrund von Wetterbedingungen. Auch sehen wir das in Kalifornien, da aber mehr getrieben durch die Waldbrände, was dann eigentlich entsprechend zu Schäden an den Weingütern auch führt. Und der Rauch selber, also der Rauchschaden, der ist dann eben auch nicht gut für die Traube. Und somit ist es auch so ein Grund, oder sprich mehr die logische Konsequenz aus diesen Wetterkapriolen ist und der negative Einfluss auf die Weinproduktion sind da natürlich auch die steigenden Preise von diesen gesuchten Weinen, weil entsprechend das Angebot viel tiefer liegt.
Gut, jetzt, welche sind eigentlich die Top-Regionen, wenn es um die Wertsteigerungen geht, der einzelnen Weine? Wir haben vorhin bereits schon auf der Marktübersichtskarte ein bisschen darauf geschielt, hier noch ein bisschen mehr Daten dazu. Die Daten aus dieser Tabelle, die stammen von Livex, das ist die führende Weinbörse und ist in London domiziliert. Wir nutzen Livex ebenfalls als Datenprovider, wenn es um Weinpreise geht, intern. Und wie bereits eigentlich einleitend auch erwähnt, stammen die besten Regionen nicht ganz unerwartet aus Frankreich. Also die Champagne führt mit einer Wertsteigerung von 106% über 5 Jahre die Tabelle an, gefolgt von Burgund mit 96%. Wobei year to date, so wie über ein Jahr gesehen, die Burgundweine jene aus der Champagne übertroffen haben. Da sehen wir eben auch so diesen Impact von der Produktionsmenge, wo das Burgund halt auch am meisten gelitten hat. Dann ebenfalls sehr im Trend sind die kalifornischen Weine. Und die gewinnen eigentlich wirklich weltweit bei Weinliebhabern sowie auch Weinkritikern an Beliebtheit. Man denkt dabei an Screaming Eagle, aber auch an den Opus One Wein. Und über die letzten 5 Jahre sehen wir hier eine Wertsteigerung von 47%. Italien und die sogenannten Supertoskaner sind mit 46% eigentlich knapp auf den Fersen von den kalifornischen Weinen. Und diese 4 Regionen, die haben eigentlich auch die Feinweinindexe von Livex übertroffen, also jene, welche 1000 respektive 100 Flaschen der besten Weine der Welt beinhaltet, sprich diese Feinwein 1000 und Feinwein 100 Index. Performance. Und ja, dann die Burgund-Performance, das ist der Index von Livex für die Bordeaux-Weine, Entschuldigung, also die 500 besten Bordeaux-Weine, die im Index enthalten sind. Und man sieht hier, wie auch bereits schon eingehend erwähnt, die Performance hier ist oder für mich persönlich auch als sag ich mal, Laie innerhalb des Weinmarktes, ist der Bordeaux eigentlich unerwartet tief in dieser Rangliste. Ich hätte ihn zu Beginn eigentlich viel höher geschätzt, auch dass dieser weiter oben ausschwingt auf der Tabelle. Und zuletzt möchte ich auch noch gerne auf Portwein eingehen. Man sieht hier auch den Port 50 Index. Livex führt auch hier einen Index seit 2 Jahren. Und ihr könnt anhand der Daten auch sehen, weshalb wir noch nicht Portwein als Anlage auf die App gebracht haben. Zum einen gibt es noch nicht sehr viele Daten dazu, zu Portwein als Investment, dass es den Index eben erst seit kurzem gibt. Und zum anderen war die Preisentwicklung über die letzten Jahre auch nicht wirklich berauschend. Jetzt schauen wir uns ein bisschen genauer die Champagne an und was eigentlich für eine Investition in Weine aus dieser Region spricht. In dieser Grafik links seht ihr das rückläufige Angebot von den Top-Champagner-Marken gemäß WineSearcher vom Dezember 2020 bis Oktober 2021. WineSearcher ist eine Plattform, welche den gesamten Retail-Handel von Wein abbildet, sprich die Angebote von Tausenden von Händlern oder auch von Auktionen vereint. Und die Nachfrage nach Champagner ging im 2020 um 18% zurück, weil eben genau Restaurants, Bars, Nachtclubs über Nacht geschlossen werden mussten aufgrund der Pandemie. Also die Pandemie hat zuerst hier ein bisschen Schnäppchen gespielt und gleichzeitig sahen sich die Erzeuger im Sommer 2020 auch noch mit höheren Produktionskosten konfrontiert und konnten diese Kosten zuerst nicht in vollem Umfang auf den Endverbraucher weitergeben. Und dem Champagnermarkt wurde damals eine eher ein bisschen schwierigere Zukunft vorausgesagt. Im Jahr 2021 profitierte die Champagne jedoch in hohem Maße von sich verändernden Konsumentenbedürfnissen. Anstatt das Geld in Reisen und Restaurantbesuche auszugeben, begannen die Menschen vermehrt Luxusgüter zu kaufen und Schaumweine war einer der Gewinner dieser Kategorie. Also im Jahr 2021 wurden 322 Millionen Flaschen verkauft, was einem Anstieg von 32% gegenüber dem 2020 entspricht. Und dieser Konsumtrend, der setzt sich auch im 2021 und 2022 fort. Und der Absatz stieg im ersten
in der ersten Jahreshälfte erneut um fast 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da die Hersteller selber Schwierigkeiten haben, die steigende Nachfrage zu befriedigen, haben sie auch damit begonnen, ihre Lagerbestände zu verkaufen, um genau eben diese Nachfrage befriedigen zu können. Und gleichzeitig haben sie auch damit begonnen, die Preise zu erhöhen, um die höheren Produktionskosten decken zu können. Die Ernteerträge und damit auch die Lagerbestände sind seit mehreren Jahren rückläufig. Die zulässige Erntemenge in der Champagne ist in den letzten 8 Jahren deutlich zurückgegangen, was zu der derzeitigen Marktknappheit geführt hat. Während sich das Angebot verringert hat und die Nachfrage gestiegen ist, begannen die Champagnerhäuser auch Champagner ohne Jahrgang herauszubringen, um dieser Dürre zu entgehen. Und in den kommenden Jahren wird das Angebot jedoch noch stärker eingeschränkt sein, da die Premiumhäuser den Champagner 8 bis 10 Jahre lang gären lassen, bevor sie ihn auf den Markt bringen. Dies bedeutet, dass sich diese geringere Produktion in den letzten 8 Jahren erst so wirklich in den kommenden Jahren auf den Preis, auf den Markt entsprechend auch auswirken wird. Und es gibt da ein Quote vom Vorstandsvorsitzenden von Moët Hennessy, also von Philippe Schau, der hat in einem Interview mit der Bloomberg zum einen natürlich das fantastische 2022 gelobt, zum anderen aber, hat er aber auch gewarnt davor, dass die Preise von Champagner weiter steigen werden, der das Angebot, die Nachfrage in naher Zukunft nicht decken kann. Und jetzt vom Burgund, von der Champagne eigentlich in die Burgund rüber. Und hier auf dieser Grafik unten seht ihr die Wertsteigerung der einzelnen Subkategorien aus dem Burgund. Das ist so eine Kategorisierung, die durch Kultwein vorgenommen wird. Also sie kategorisieren da in die ikonischen, also in die Ikonen aus der Region. Und dann das Band 1, die nachfolgenden Top-Produzenten nach den ikonischen Produzenten, dann das zweite Band danach und dann noch die Neukommlinge im Markt selber. Und das Ungleichgewicht zwischen und was man eigentlich sieht auf der rechten Seite, ist also der durchschnittliche Return aus dem Q3 raus. Und das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist ziemlich groß innerhalb von Burgund, also sprich eben einleitend erwähnt, auch mit einer tiefen Produktionsmenge. Das führt dazu, dass eigentlich sehr viele Käufer aus der ganzen Welt in diesen heiß umkämpften Markt einsteigen wollen und entsprechend das Angebot wahrscheinlich auch mit zukünftigen Jahrgängen nicht gedeckt werden kann. Und daneben die ikonischen, also wirklich so die Ikonen aus dieser Region, man spricht ja von Le Roy, aber auch Romane Conti, diese Weine, die haben natürlich entsprechend am besten performt, speziell mit 2021 auch, aber auch 2022. Und diese gelten somit eigentlich auch diesen sicheren, langfristigen Anlagen, sagt man. Und Ende 2021 aufgrund dieser hervorragenden Wertentwicklung über das gesamte Jahr bestand so die Befürchtung, dass diese kurzfristig sehr positive Performance sehr bald nachlassen könnte. Aber auch im 2022 blieb die Nachfrage nach Burgundweinen unglaublich hoch. Das wird mittlerweile eigentlich auch erwartet von Kultwein, dass die Tier 2 sowie die Up-and-Coming, also die Newcomers innerhalb dieser Kategorie, eigentlich noch sehr viel Spielraum nach oben bieten, wenn es um die Wertsteigerung geht davon. Nun noch ein Blick auf die neue Welt und also eher auf diese aufstrebenden Produktionsländer und beginnen direkt mit den USA. Wir haben vorhin ja schon gesagt, dass die Preise für amerikanischen Wein über die letzten 5 Jahre um knapp 50% angestiegen sind. In Kalifornien gab es 2021 mehr perfekte 100-Punkte-Bewertungen von Kritikern als in den anderen Regionen. Und dies sowie der Kultstatus und die geringen Produktionsmengen der Spitzenerzeuger aus dieser Region werden entsprechend auch die Preise hochhalten. Die in den letzten Jahren durch Waldbrände und Rauch verursachten Schäden beeinträchtigen die Menge zusätzlich, was den Preisdruck auf
ja, auf die zurückliegenden Jahrgänge entsprechend dann auch erhöht. Dann ebenfalls zu dieser neuen Welt gehört Australien. Australien hat über die letzten Jahrzehnte sehr viel auch in die Weinforschung investiert und hat jetzt allerdings ein bisschen darunter gelitten, dass China eigentlich Einfuhrzölle auf australischen Wein ausgegeben hat. Und entsprechend die beiden Länder sind nicht so weit voneinander entfernt geografisch und haben doch noch enge Beziehungen und das hat entsprechend ein bisschen den Preisen geschadet. Aber trotzdem, langfristig bietet australischer Wein eigentlich auch relativ gute Wertchancen an. Und dann zuletzt noch was ganz Spannendes, Chile. Wir hatten es vorhin nicht auf der Slide, ich habe es nur namentlich erwähnt. Chile bietet weiterhin Weine von sehr hoher Qualität und stellt langfristig eine extrem spannende Region dar. Und da sind wir eigentlich auch bereits wieder bei diesem Thema Klima. Die klimatischen Bedingungen in Chile sind laufend konstant, was es bei der Produktion eine hohe Qualitätsstabilität garantiert. Und aufstrebende Erzeuger aus Spanien wie Ramirez de Ganuza und Telmo Rodriguez, die steigen eigentlich das Wachstumspotenzial des regionalen Marktes. Genau, so das war so ein bisschen ein Einblick in die einzelnen Regionen, wo man eigentlich Weininvestitionen tätigen kann. Es gibt noch viele weitere spannende Regionen, aber das sind so auf die, die man sich hauptsächlich fokussiert, wenn es um Wein als Geldanlage geht. Und jetzt möchte ich euch gerne noch so ein spezielleres Investment vorstellen. Wir kennen das sonst eigentlich eher vom Whisky-Markt, also dass man nicht eine Flasche kauft, sondern eigentlich ein Fasswein. Und also man kann sagen, während Investitionen in Einzelflaschen sehr populär sind, gibt es für Anleger auch noch weitere Möglichkeiten, um vom Wertzuwachs von Wein zu profitieren. Und eine spannende Möglichkeit sind eben sogenannte En-Primeur-Investitionen. En-Primeur bedeutet, dass ein Investor einem Winzer Wein abkauft, bevor dieser abgefüllt wurde. Konkret wird der Wein typischerweise im Frühsommer nach der Weinlese eingekauft. Dieser Wein wird noch 12 bis 18 Monate reifen im Fass, bis er schlussendlich dann abgefüllt wird. Diese Form des Kaufs hat auf Käuferseite verschiedene Motive. Einerseits kann En-Primeur als Investitionsmöglichkeit verstanden werden. Käufer kaufen den Wein aber gegebenenfalls auch aus einer eher emotionalen Verbindung zum Weingut oder um Zugang zu einem zukünftig sehr seltenen und vergriffenen Jahrgang zu erhalten. Also es gibt viele, viele jahrelange Sammler, zum Beispiel von Chateau Mouton Rothschild, die jedes Jahr eigentlich En-Primeur ein paar Flaschen Wein einkaufen und somit eigentlich eine Jahrgangskollektion zu Hause zusammenstellen, also wirklich eine vertikale Weinkollektion aufbauen. Und die wollen natürlich keinen Release verpassen, entsprechend auch. Die Käufe von Wein en Primeur als Investitionszweck weisen Ähnlichkeiten zu einem Future-Markt auf. Der Wein wird eingekauft, bevor er Reife erlangt hat, da der Käufer eine Preiserwartung für den Wein in der Zukunft hat. Also bedeutet, man spekuliert zu einem gewissen Maße darauf, wie sich der Wein dann im Geschmack auch entwickelt. Der Anlageprozess ist eher langfristig orientiert. Kurzfristige Preisspekulationen im En-Primeur-Markt sind eher riskant. Und die langfristigen Preisfaktoren sind erhöhte Trinkbarkeit und abnehmende Verfügbarkeit entsprechend auch. Dann wichtige Faktoren bei einem Investment en Primeur. Zum einen die Bewertung, also die Weine müssen von Kritikern und idealerweise in zunehmendem Maße von einer Reihe von Kritikern auch unterstützt werden. Die Weine müssen von den Kritikern dann eigentlich entsprechend weiter unterstützt werden, sobald sie in der Flasche verkostet werden. Also sie werden zum ersten Mal werden sie im Fass verkostet, dann gibt es so wie eine geschätzte Bewertung und dann nach der Abfüllung wird dann der Wein nochmals mit der
finalen Bewertung ja, gewertet. Und das ist dann so ausschlaggebend, entspricht dann halt auch für den Preis selber. Ja, und damit ein hochbewerteter Wein en primeur seinen Wert und damit seinen Wert der Investitionspotenzial behält, muss seine Bewertung eben dann wirklich bestätigt werden, sobald er abgefüllt in der Flasche ist. Einmalig hochbewertete en primeur Weine erreichen in der Regel kurz vor der erneuten Verkostung ihren Höchstpreis. Und dann die Herkunft selber. Weine von aufstrebenden Weingütern sind im Verhältnis zu ihrem Wert eher unterbewertet und stellen eine bessere Investition dar oder eine vielleicht spannendere Investition dar. Also Weingüter, die sich in Bezug auf die kritischen Bewertungen, die sie in den letzten Jahrgängen erhalten haben, in einem Aufwärtstrend befinden, deren Veröffentlichungspreise jedoch noch nicht mit ihrem neu gefundenen Status Schritt halten konnte, die sind tendenziell lukrativer für eine solche Anlage. Eine überzeugende Geschichte über die Qualitätsentwicklung des Weines erhöht die Attraktivität der Anlage entsprechend auch. Wenn ein Weingut den Besitzer, den Winzer, den Önologen oder einfach den Stil gewechselt hat und von der Kritik gelobt wurde, scheint die Qualitätsentwicklung weniger einmalig zu sein auch. Dann zuletzt noch die Mengenbeschränkungen. Seltene Weine, für die man ein Kontingent benötigt, sind wahrscheinlich sichere Investitionen. Es gibt eine Reihe von Weinen, die angeblich en primeur angeboten werden und praktisch nicht gekauft werden können, wenn der Käufer sie nicht in der Vergangenheit bereits schon en primeur gekauft hat. Also es ist sehr schwierig, heute zu Chateau Mouton Rothschild zu gehen und direkt en primeur Weine einkaufen zu können. Also es ist ähnlich so ein bisschen wie beim Uhrenmarkt. Man ist dann irgendwo auf einer Warteliste und ja... Und wartet dann eigentlich auf sein Glück, dass man dann auch mal zu diesem en primeur anlegen kann dafür. Nun weg von den Anlagen selber und hin zur Präsentation kurz unserer Partner, mit welchen wir zusammenarbeiten. Und wie ihr seht hier, wir haben vier Partner. Das sind Rare Wine Invest, Cold Wine, Liquid Grape und Berghaus und CIE. Cold Wine wurde 2007 gegründet und hat mittlerweile ein verwaltetes Vermögen von 240 Millionen Pfund. Sie betreuen rund 83 Länder und kümmern sich um mehr als 1,25 Millionen Weinflaschen, die in England gelagert werden. Liquid Grape, das ist ein deutsches Unternehmen aus Hamburg, und wurde gegründet eigentlich, um mit Passion-Weinsammlern den umfassenden Service im Bereich der hochwertigen Feinweine zu bieten. Und dann haben wir natürlich auch Rare Wine Invest, das ist Skandinaviens größter Anbieter von Investitionsweinen. Kunden profitieren von mehr als 15 Jahren Erfahrung und professionellem Handel mit Wein ohne Mehrwertsteuer und Zoll. Also sie sind vor allem groß geworden mit Weinhandel und haben dann eigentlich später auf den Weinhandel hinauf noch diesen Investment Arm darauf gepackt. Und natürlich auch mit Berghaus, wo wir zusammenarbeiten. Das ist ein junges Unternehmen aus Deutschland ebenfalls, welches ihren Kunden hilft, erstklassige Weinportfolios zusammenzustellen. Sie profitieren vor allem auch von ihrer hervorragenden Vernetzung in die einzelnen französischen Weinregionen. Die Lagerung der Weine, die erfolgt bisher eigentlich im Nordic Freeport in Dänemark oder aber auch im London City Bond in England. Also es handelt sich bei beiden Lagerhäusern um staatlich beaufsichtigte Zollfreilager und natürlich sind sie für Weinlagerungen geeignet, sprich sie sind entsprechend auch klimatisiert und verfügen über eine Eingangskontrolle, um ebenfalls die Echtheit der Flaschen zu überprüfen. Weinflaschen weisen mehr Sicherheitsmerkmale auf als eine Banknote. Und diese unterscheiden sich nicht nur von Produzent zu Produzent, also die Merkmale, sondern auch von Jahrgang zu Jahrgang. Also entsprechendes Fachwissen und ein globales Netzwerk sind hier nötig, um einen professionellen Service auch anbieten zu können. Wenn wir das Risiko-Rendite-Verhältnis von Weininvestitionen anschauen, dann ist dies höher als jenes von Whiskyfässern bestimmt.
Entschuldigung. Währenddem Flaschen eher wie Aktien sich verhalten, und sprich die Flaschen, die Weinflaschen, die verhalten sich hier so ein bisschen wie Aktien, sprich sind ein bisschen volatiler im Preis, aber dafür auch haben dafür auch ein höheres Aufwärtspotenzial, was sie mit sich bringen. Unsere Empfehlung ist natürlich wie immer, nicht nur bei den einzelnen Anlagekategorien wie traditionelle Anlagen, also Aktien, Bonds und Anlagefonds und alternativen Anlagen, dass man nicht nur da diversifiziert ist, sondern eben auch innerhalb der einzelnen Subkategorien gut diversifiziert ist. Jetzt noch zu guter Letzt gehen wir kurz auf die Risiken ein. Davor sollte man natürlich auch immer, also denen sollte man sich auch immer bewusst sein. Und das erste sind beschädigte Flaschen. Also die Handhabung und Lagerung von Wein- und Sektflaschen ist für die Erhaltung des Werts von entscheidender Bedeutung. Bei unvorhergesehenen Ereignissen wie menschlichen Fehler oder auch einem Brand können die Flaschen entsprechend halt beschädigt oder zerstört werden. Das ist ein bisschen Worst-Case-Szenario natürlich für alle, die in Wein investieren. Das zweite ist durch Fälschungen. Der Weinmarkt, ihr habt es gesehen, ist eine riesige Größe und es gibt Fälschungen auf dem Markt. Und das speziell eben, weil es gerade so beliebt ist. Und das Thema wird auch entsprechend in der Zukunft wichtiger sein, dass man wirklich Eingangskontrollen hat, die greifen und man sicher sein kann, dass man nicht in eine gefälschte Flasche investiert. Dann die Marktbedingungen generell. Nach einer Reihe von Due Diligence Prüfungen und Marktrecherchen können Vermögenswerte mit dem so einem sogenannten Investment Grade Status identifiziert werden. Dennoch ist es eine Herausforderung, den richtigen Preis für den Vermögenswert dann auch zu bezahlen. Ein Erwerb zum erhöhten Preis verunmöglicht dann entsprechend auch eine attraktive Wertentwicklung. Zu guter Letzt noch das Anlageszenario, das ist auch immer ein Risiko, wie bei anderen materiellen Gütern fallen auch hier Gebühren und Steuern an. Je höher der Wert des Vermögenswertes ist, desto höher sind dann auch diese Kosten. Daher sollte man im Kauf die potenziellen Einnahmen diese Kosten entsprechend übersteigen, damit die Investition dann auch effektiv sinnvoll ist. Gut, damit wären wir am Ende der Präsentation und der Slides. Ihr findet hier auch noch einen QR-Code. Ihr könnt gerne diesen scannen und falls ihr noch nicht die App heruntergeladen habt und euch registriert habt, könnt ihr mit dem Code Alternativ 10 ein Startguthaben von 10 Euro sichern. Und nun schauen wir an, was die Fragen oder welche Fragen genau reingekommen sind. Wir haben hier eine Frage von Jonathan. Wie sieht es mit Neuseeland aus? Um ehrlich zu sein, Jonathan, ich kann dir die Frage so nicht direkt beantworten. Mir liegen aktuell keine Daten vor von Neuseeland. Das spricht jetzt was uns bisher noch niemand so angeboten hat. Daher ja, würde ich jetzt wirklich ins Blaue schießen, wenn ich dir hier eine Antwort geben könnte. Aber ich schaue sehr gerne nach und dann kann ich dann beim nächsten Webinar kann ich dann noch nachliefern, wie es mit Neuseeland aussieht. Gut, weitere Fragen noch? Ihr dürft mir sehr gerne auch im Nachgang noch Fragen zustellen. Ihr könnt es auch gerne machen auf info@splintinvest.com. Und dann möchte ich mich schon mal recht herzlich bedanken für die Teilnahme. Ihr kriegt dann im Anschluss an das Webinar auch nochmal einen Link. Ihr könnt das Webinar auch gerne nochmal ein zweites Mal anschauen, die Slides nochmal einzeln durchgehen. Und besten Dank auch hier bereits schon für das Feedback von Juno und Dennis. Ja, freut mich, wenn es informativ war. Und dann ja, besten Dank für die Teilnahme nochmals und wünsche euch allen einen schönen Abend noch. Tschüss! So, wenn euch das gefallen hat, dann liked uns gerne auf Social Media, schaut euch die Website splintinvest.com an, ladet die App herunter
Und ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren, damit ihr über die neuesten Folgen des Podcasts informiert werdet. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.